Ein Buch, das sich für die Badewanne vielleicht nicht ganz so gut eignet. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, was mich den gesamten Februar über begleitet hat. Und ehrlich gesagt hätte ich das überhaupt nicht vermutet, weil es mir doch sehr, sehr gut gefallen hat und ich es auch wahnsinnig gerne gelesen habe und ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich nach dem Buch greifen müsste, beziehungsweise dass ich jetzt noch ein paar Seiten lesen müsste. Das überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich ab einem bestimmten Punkt immer langsamer gelesen habe, weil ich das Buch doch durchaus genossen habe und auch ein Stück weit nicht wollte, dass das Buch zu Ende geht. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich das Buch so lange gelesen habe. Und natürlich kommt auch noch hinzu, dass dieses Werk ja über 1200 Seiten hat. Und da braucht es jedenfalls von meiner Seite doch ein Stückchen, bis ich das Buch ja durchgelesen habe. Von welchem Werk rede ich denn nun eigentlich? Und zwar von Paul Austers 4321 aus dem Rowohlt Verlag. In diesem Werk von Paul Auster begleiten wir den Protagonisten Ferguson mit seinem vollständigen Namen Archibald Isaac Ferguson, der 1947 geboren worden ist und in Newark bzw. New York City aufwächst. Sein Leben wird durch politische bzw. gesellschaftliche Veränderungen geprägt, aber auch durch Familie oder Freunde bzw. Bekannten, aber auch ganz stark durch Liebeleien, die er in seinem Leben so hat. Sein Leben wird aber auch geprägt durch die Liebe zur Literatur, zur Musik, zu Film, aber natürlich auch, nicht so untypisch als Amerikaner, denke ich, auch zur Liebe zu Sport. Man erfährt in diesem Buch gewisse Tragödien, Glückseligkeiten, um hier auch mal ein Stück weit den Autoren zu zitieren, aber auch sexuelle Erfahrungen spielen hier eine wesentliche Rolle. In diesem Werk beschäftigt sich Paul Auster neben natürlich noch anderen wichtigen Themen, aber zentral mit der Fragestellung, was passiert mit einem Leben bzw. mit einem Menschen, wenn er eine Entscheidung getroffen hat und diese lebt, bzw. auch, was würde passieren oder was wäre passiert, wenn er an diesem Punkt eine andere Entscheidung getroffen hätte. Und meiner Meinung nach ist das Paul Auster sehr, sehr gut gelungen, diese verschiedenen Wege, die ein Mensch gehen kann, aufzuzeichnen, zu skizzieren und auch ein Stück weit über das eigene, also die Chance geben, über das eigene Leben nachzudenken. Und er schafft es mit einer über das eigene Leben nachdenken, meine ich eher so, mal zurückzuschauen, welche Entscheidung man selbst getroffen hätte und vielleicht auch zu reflektieren, was wäre denn passiert, wenn ich an dem Punkt eine andere Entscheidung getroffen hätte. Sicherlich ist das für das eigene Leben sehr, sehr schwierig, weil wir können schlecht wissen, was passiert wäre. Und da gibt uns Paul Auster doch ein Werk an der Hand, um dieses Konstrukt durch ein anderes Leben doch mal zu spielen, weil ich sag mal, auf Zurückspulen zu gehen und das fand ich wahnsinnig gut gelungen. Was ich an Paul Auster ebenfalls mag ist, und ich muss dazu sagen, dass es sich bei diesem Werk um mein allererstes Werk von Paul Auster handelt, und zwar sein Schreibstil. Ich mag seine Leichtigkeit, vor allen Dingen seine Leichtigkeit, Tragödien zu beschreiben, ohne dass die Wuchtigkeit des Momentes verloren geht. Und auch wenn das sich jetzt ein bisschen widerspricht, aber so habe ich es jedenfalls empfunden. Ich mag auch seine extrem langen Sätze und ich kann nicht mal sagen, warum ich diese Sätze, also warum es mich nicht so gestört hat, diese langen Sätze, weil ich weiß, dass es andere Autoren gibt, die ebenfalls so lange Sätze geschrieben haben, aber
mich es da unglaublich gestört hat, aber bei ihm einfach nicht. Und vor allen Dingen hat er dieses Talent, lange Sätze zu schreiben. Man überlegt dann, wie lang ist der Satz eigentlich, aber dennoch hat man den Anfang des Satzes nicht vergessen. Und ich finde, dass nicht vielen Autoren gelingt, wenn die so lange Sätze schreiben und man ab und zu dann doch wieder zurück zum Anfang muss, um nochmal zu gucken, was hat man da eigentlich gelesen. Ein weiterer Punkt, der mir bei seiner Schreibe aufgefallen ist, dass er sehr häufig mit Wiederholungen arbeitet. Und zwar als Beispiel genannt, dass er jetzt, sage ich mal, einen Baum beschreibt und ihn auf viele verschiedene Art und Weisen beschreibt. Ich weiß zum Beispiel, dass Donatart und zwar im Distelfink auch dieses Stilmittel verwendet, aber bei im Distelfink hat es mich wirklich gestört und zum Teil auch sehr genervt, aber hier im 432 hatte ich damit überhaupt keine Probleme und ich habe es sogar gemocht, wenn er mir da gefühlt 1000 Beschreibungen manchmal an den Kopf wirft oder zum Lesen hinhält. Und er hätte mir da auch 2 Seiten lang von der Beschreibung von Bäumen quasi schreiben können und mich hätte es nicht gestört. Und ich kann nicht mal sagen, an was es liegt, wo da der Unterschied liegt, zum Beispiel zwischen dem Distelfink und 4321. Des Weiteren mochte ich auch seinen manchmal subtilen Humor, aber auch seinen sarkastischen Humor und seinen schwarzen Humor. Das sind humoristische Aspekte, gibt es nicht wahnsinnig viele in diesem Buch und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ich ja nun auch kein Amerikaner bin, dass mir da gewisse humoristische Streuungen vielleicht auch entgangen sind. Aber ich mochte, also die ich jedenfalls erkannt habe, sagen wir es mal so, die mochte ich sehr, sehr gerne und ich konnte auch durchaus lachen und schmunzeln. Dadurch, dass ich nun auch kein Amerikaner bin und Europäer bin, kann ich mir vorstellen, dass mir auch einige Sachen entgangen sind, die mir einfach geschichtlich gefehlt haben, wie zum Beispiel wo mich Paul Auster wirklich erinnert hat, dass ich mich persönlich noch gar nicht so sehr mit dem Vietnamkrieg beschäftigt habe und dass hier ein zentrales Thema wirklich ist. Also Ferguson ist 1947 geboren, das heißt, wenn er so Anfang, 15, 16 ist, beziehungsweise dann auch noch später, ist der Vietnamkrieg quasi, beginnt sich zu entwickeln, beziehungsweise wird ausgeführt oder ist auch mittendrin und auch die Proteste gegen den Vietnamkrieg beginnen und auch da ist Ferguson halt, wie gesagt, mittendrin und daran habe ich eigentlich mal wieder festgestellt, dass ich vom Vietnamkrieg mich überhaupt noch nicht so stark beschäftigt habe und dass zu meiner Schulzeit das auch gar nicht das Thema war, was ich persönlich sehr schade finde und ich finde, das gehört auch so ein Stück weit mit in den Geschichtsunterricht mit hinzu. Aber bei uns war es damals noch nicht so weit und ich denke, ich werde mich doch durchaus mal weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ein weiteres Thema, wo ich wieder mit den Augen drauf gestoßen bin oder mit der Nase drauf gestoßen wurde, ist einfach das Thema Rassismus. Vor allen Dingen der Rassismus in den 60er Jahren. In Amerika, klar, weiß man darüber doch einiges und ich habe auch schon einiges darüber gelesen, aber ich habe mal wieder festgestellt, dass mich das Thema doch durchaus interessiert und sehr stark interessiert auch und ich doch wieder sehr gerne mehr darüber lesen möchte. Neben meinen positiven Dingen, die ich schon bereits genannt habe, hat dieses Buch natürlich auch ein paar Schwächen. Und zum einen ist es natürlich einfach diese Seitenstärke, die eine Schwäche dieses Buches einfach ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leser aufgrund dieser Seitenzahl und auch des Gewichtes des Buches, wie ich ja bereits schon sagte, ist es nicht so gut geeignet, um in der Badewanne zu lesen oder vielleicht auch einzuschlafen während des Buches, dass Paul Auster dadurch doch schon einige Leser verliert. Und das finde ich eigentlich sehr schade, auch wenn ich der Meinung bin, dass man aus diesem Werk gar nicht so viel streichen hätte können, weil
Ich bin der Meinung, dass es sich gar nicht so lang zieht, aber irgendwie hätte ich die Überwindung nicht gehabt, dieses Buch dennoch zu lesen, dann hätten mich diese 1200 Seiten auch ein Stück weit abgeschreckt. Und ich hatte am Anfang doch auch meine Bedenken durch diese Seitenanzahl. Und hinzu kommt auch noch, dass die Seitendicke, also die Seiten sind ähnlich wie Bibelpapier und man hat am Anfang das Gefühl, dass man ja gefühlt 50 Seiten gelesen hat und man überhaupt nicht weit gekommen ist, weil man das überhaupt nicht sieht, so beim Lesebändchen und so weiter. Eine Szene im Buch, klar, es gibt hier wahnsinnig viele Szenen und es ist nur eine einzige, aber ich möchte sie dennoch hier erwähnen und zwar, weil ich finde, dass Paul Auster ja hier in diesem Fall doch zu stark in die Klischeekiste greift. Und zwar lernt Ferguson irgendwann Andy kennen. Andy, ist, glaube ich, Anfang 20 und Ferguson ist da, wenn ich mich recht erinnere, 16 oder 17, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall lernen sie sich kennen und ja, Ferguson macht seine ersten sexuellen Erfahrungen mit Andy. Und was an sich überhaupt nicht schlimm ist, das ist alles gut so wie es ist, aber ich fand, dass wie Andy ihn diese... wie er in diese Sexualität quasi hereinführt oder wie die Situation aufgebaut ist, dass Ferguson seine ersten sexuellen Erfahrungen macht. In dieser Hinsicht fand ich irgendwie nicht gut gelöst, weil Andy so einen Touch kriegt. Andy ist ein bisschen komisch und Andy ist vielleicht auch ein Stück weit, ich würde mal sagen, gestört, was so Beziehungen angeht oder er möchte halt gerne so ein bisschen die Kontrolle über haben, ist also ein kontrollbewusster Mensch. Aber trotzdem hat mir dieses Heranführen an diese Erfahrung nicht ganz so gut gefallen. Ferguson hat zwar die Weitsicht, das zu erkennen und auch einen, für sich einen Strich drunter ziehen und das Verhalten von Andy gut zu reflektieren, aber meiner Meinung nach hätte man das auch anders lösen können, dass Ferguson seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mann in dem Fall macht, anders lösen können. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil da relativ viel Potenzial verschenkt wurde. Vor allen Dingen auch, weil es doch durchaus noch ein sensibles Thema ist, was meiner Meinung nach überhaupt nicht sein muss. Mich hat es nicht gestört, dass Ferguson da seine ersten Erfahrungen mit einem Mann gemacht hat, überhaupt nicht. Mich hat es einfach nur gestört, wie Andy dargestellt worden ist, beziehungsweise wie diese erste Beziehung so ein bisschen aufgebaut worden ist. Das fand ich sehr schade, aber ich denke, wenn ihr diese Szene lest und an diese Szene kommt, dann könnt ihr durchaus vielleicht auch mich besser verstehen als jetzt so. Ja, auch wenn wir uns erst im ersten Viertel dieses Jahres befinden, kann ich jetzt schon sagen, dass das Werk 4321 von Paul Auster doch mit zu den Jahreshighlights 2018 gehört und wie ich schon ein wenig durchblicken lassen habe in dem Tag 5-Sterne-Vorhersage, ist es für mich ein 5-Sterne-Buch, auch wenn ich jetzt keine Sterne so an sich vergebe, aber es ist definitiv ein 5-Sterne-Buch für mich und das vor allen Dingen, weil ich doch durchaus merke, dass ich immer wieder gerne zurück an Ferguson denke und ich auch in den ersten Tag doch durchaus vermisst habe, auch wenn das immer so ein bisschen komisch klingt, wenn man einen Protagonisten oder eine literarische Figur vermisst. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl und das finde ich doch durchaus immer wieder schön und ich finde, das spricht auch definitiv für das Werk. Ich kann euch dieses Werk nur empfehlen, lasst euch nicht abschrecken von seinem Gewicht und auch nicht von seiner Seitenanzahl und ich wünsche euch, wenn ihr nach diesem Werk greift, sehr, sehr viel Spaß und Freude am Lesen. Und zum Schluss würde mich natürlich noch interessieren, wenn ihr das Buch gelesen habt, ob es euch gefallen hat und wie eure Meinung zu diesem Buch gewesen ist. Ansonsten
freue ich mich natürlich auch über jeden Kommentar. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin dann.